Hallo, nachdem ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe mit einem Relais, was über Wireless LAN und eine App namens EVLink gesteuert wird, damit habe ich meinen Garagentorantrieb praktisch automatisiert und kann den per App über Smartphone steuern, habe ich mir jetzt gedacht, da müsste es ja eigentlich noch mehr Möglichkeiten geben und bin dann jetzt auf einen Schalter gestoßen, den man einfach zwischen die Verbindungen eines Elektrogerätes schalten kann. Maximale Belastbarkeit ist 10 Ampere, funktioniert mit 90 bis 240 Volt. In meinem Fall, also in Deutschland, also 220 bis 230 Volt. Und damit kann man auch ganz normal das Gerät dann schalten, indem man praktisch die Leitung trennt und dann den Stecker mit der Steckdose praktisch verbindet und den Ausgang praktisch mit dem Gerät, was man schalten möchte. Ich habe das hier jetzt schon mal soweit vorbereitet. Das heißt also, ich habe zum einen ein ganz normales Stromkabel, ich an den Input angeschlossen habe. Und dann habe ich einen Ausgang direkt an eine Fassung für eine Glühbirne. Und dann will ich jetzt mal demonstrieren, wie man dieses Gerät ganz einfach mit diesem Switch, der kostet übrigens so um die 5 Euro, kann man den schon bestellen, per App, also per Smartphone dann schalten kann. Dann verbinden wir jetzt mal das Gerät mit dem Strom, dann müsste gleich auch eine grüne Leucht-LED aufleuchten. Das tut sie ja auch. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, man sollte das sehen können. Und dann öffnen wir jetzt mal die App EVLink. Da stelle ich dann auch einen Link in die Beschreibung mit ein, damit ihr es finden könnt. So, also die App, die man dafür nutzt, nennt sich EVLink. Habe ich hier am Smartphone schon installiert. Ich bin dort auch schon angemeldet, habe also bereits einen Account. Ein Account einzurichten ist also gar kein Problem. Das ist eine Sache von einer Minute. Und hier sieht man auch schon meinen Schalter unten für die Garage von dem anderen Video, was ich bereits eingestellt habe. Und jetzt wollen wir da einen neuen Schalter dazufügen, speziell natürlich den hier. Und wir gehen hier unten auf das Plus, dann sagt er mir jetzt, dass ich 5 Minuten lang, 5 Sekunden lang, nicht 5 Minuten, den Schalter auf dem Gerät drücken muss, damit er in den Pairing-Modus geht. Schalter haben wir da, den bediene ich jetzt mal entsprechend. So, und jetzt blinkt er schnell hintereinander und ist im Pairing-Modus. Gehen wir auf Next. So, jetzt haben wir hier mein Wireless LAN. Die Daten dazu hatte ich schon für den vorherigen Schalter eingegeben. Die müsst ihr auch einfach nur da erfassen. Und dann sollte das schon funktionieren. Und er hat auch schon hier einen entsprechenden Device gefunden. Registriert den jetzt. So, und jetzt ist es schon erledigt. Jetzt vergebe ich hier noch mal einen Namen dafür. Nennen wir einfach mal Licht. Und komplettieren das Ganze. So, und damit ist das erledigt. So, ist jetzt auf Off. Und jetzt hoffe ich, dass das Ganze funktioniert und wir nicht einen Vorführeffekt haben und es nicht funktioniert. Jetzt schalte ich also hier auf On. Und wie ihr sehen könnt, das Licht brennt. Wieder auf Off und wieder aus. Finde ich eine absolut geniale Sache. Damit kann man praktisch alles automatisieren, was man möchte, für wirklich kleines Geld. Ich benutze bisher für verschiedene Geräte diese DECT-Steckdosen von Fritzbox. Die kosten aber so um die 45 bis 50 Euro. Und die Steuerung ist viel umständlicher als hier über Smartphone und einfach mit einem Schalter in der App das an- und auszuschalten. So eine einfache Funktion wie das hier habe ich noch nirgendwo gefunden und schon gar nicht für den Preis von 5 Euro. Also ich denke, das ist eine wirklich coole Sache. Installieren kann das wirklich jeder. Natürlich mit Strom immer ein bisschen aufpassen. Aber es sollte eigentlich jeder, der halbwegs mit dem Schraubenzieher umgehen kann, das auch zur Funktion bringen.